Ja, wunderbar. Noch ein weiteres Mal zu kalten Temperaturen bei uns im Garten, im Tiefgarten von Hertha Hammerbacher hier am Architekturgebäude. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle kennen, denke ich, das Höhlengleichnis, in dem der griechische Philosoph Platon mal wieder seinen Lehrer Sokrates mit seinem Bruder Glaukon stellvertretend für uns über ein ziemlich gruseliges Bild nachdenken lässt. In einer Höhle sind einige Gefangene derart angekettet, dass sie allein auf die Rückwand dieser Höhle blicken können, auf Schatten von Abbildern, von Gegenständen, von Tieren, von menschlichen Gestalten, die hinter ihnen, also in ihrem Rücken, teils von Stimmen begleitet, ins Licht eines entfernten Feuers gehalten werden, Abbilder. Da nun aber diese Gefangenen nichts außer diesen Schatten sehen und auch nie etwas anderes gesehen haben, sind diese Schatten ihre einzige und ihre ganze Realität, über die nachzudenken und über die zu sprechen sie überhaupt nur in der Lage sind. Wie schlimm ist das denn, denken wir? Und die Abgebrüteren unter uns denken vielleicht auch, naja, so schlimm ist das auch wieder nicht, weil die kennen das ja gar nicht anders. Und das ist der erste Punkt, um den das Platon geht. Das, was wir für Wirklichkeit halten, ist in Wahrheit nur das, was sich unserem, warum auch immer, wie auch immer, beschränktem Blick erschließt. Bei der einen eben so und bei dem anderen eben anders. Aber es wird noch gruseliger, als es einem der Gefangenen ermöglicht wird, ja, er geradezu gezwungen wird, sich umzudrehen. Da ist er nicht nur schmerzhaft geblendet von dem Licht, in das er nun schaut, sondern er ist auch überhaupt nicht bereit anzuerkennen, dass seine für sicher gehaltene Wirklichkeit in Wahrheit nur ein Schattenspiel ist. Zumal ja auch das, was diese Schatten abbildet, keine lebenden Menschen und Tiere und keine echten Gegenstände sind, sondern eben nur Abbilder, zu dem einzigen Zweck, weitere Abbilder, eben diese Schattenbilder, zu schaffen. Es sind Werkzeuge einer, und das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, einer durch und durch boshaften Simulation. Kein Wunder also, dass dieser Gefangene lieber zurück möchte, als diese Verwirrung zu ertragen. Er ist erst befreit, nachdem er draußen vor der Höhle, wohin man ihn auch wiederum zwingen musste, zu begreifen beginnt, dass doch alles und wie alles miteinander zusammenhängt und wie beschränkt er doch war. Und dennoch lässt Platon ihn in diesem Gleichnis zurückkehren und seiner Peer Group dort unten von seinen Erkenntnissen berichten. Und glaubt seine Peer Group ihm? Nein, kein Wort. Die Spannung dieses Gleichnisses beruht auf dem maximalen Gegensatz der Schatten in der Höhle zur gleißenden Sonne dort draußen. Und das meint eben den Gegensatz zwischen der armseligen Welt unserer Wahrnehmung und jener ungleich größeren Welt der Ideen, die wir aber nur betreten können, indem wir uns dafür anstrengen und uns bilden und uns darüber austauschen. Das, was wir mit unseren Sinnen erfassen und mit unseren Händen verändern können, das ist unsere Höhle. Aber wie wir sie sehen und wie wir sie gestalten, das wird von unserem Wissen, von unserem Können und von unserem Wollen bestimmt. Und bestenfalls auch von Werten und Idealen zum Besseren geändert, viel zu oft aber auch nicht. Oder muss ich an dieser Stelle sagen, wurde bestimmt, denn was passiert, wenn neben unseren Mitgefangenen plötzlich auch ein Algorithmus in dieser Höhle sitzt oder gar eine künstliche Intelligenz? Was, wenn unsere Wirklichkeit immer dichter mit virtuellen Wirklichkeiten verwoben oder wie Zuckerbergs Metaverse sogar von einer virtuellen Wirklichkeit ersetzt werden sollen? NFTs, Non-Fungible Tokens, das heißt mittels einer Blockchain als einzigartig abgesicherte virtuelle Dinge, gibt es inzwischen nicht nur als Kunstwerke, sondern auch als sündhaft teure Luxusmode zu kaufen und sogar als Architektur. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, dass es nicht nur gestalterisch, sondern eben auch finanziell attraktiver wird,
virtuelle statt reale Architektur zu entwerfen. Ganz abgesehen natürlich von dem großen Vorzug virtueller Architektur, nämlich frei zu sein von den ganzen Lästigkeiten der Physik, der Bauphysik, der klimaschädlichen Baustufe, der globalen Lieferketten, der prekären Arbeitsbedingungen und der entfremdenden Qualifikation derer, die bisher eine Planung zu etwas Begehbarem, zu etwas Bewohnbarem, zu etwas Benutzbarem machen mussten. Und so schön wie das alles ist, lediglich der immense Energiebedarf und die zweifelhafte Herkunft der Rohstoffe für die Elektronikteile der Serverfarmen und der Endgeräte belastet da noch unser Gewissen. Aber noch wird ja gebaut. Building Information Modeling hat unbestreitbar große Vorzüge, entwerferisch, kommunikativ, ökonomisch. Und anders aber als Computer-Aided Design, das zweifellos viel verändert hat, aber letzten Endes eben nur ein anderes Werkzeug war in einem ansonsten mehr oder weniger unveränderten Prozess vom Entwurf zum Bau, definiert BIM den Übergang zwischen analoger und digitaler Welt, zwischen digitalem Entwerfen und analogen Bau so grundsätzlich neu und anders, dass wir, glaube ich, gut daran tun, uns auf diesem Weg immer wieder nicht nur nach dem Möglichen zu fragen, sondern vor allem, an welchen Werten wir dieses Mögliche messen können. Und deshalb braucht es Ausstellungen wie diese, die das Terrain vermessen wollen, mit den Mitteln des Geistes und mit den Mitteln der Kunst, die eben jene sind, mit denen wir die Höhle verlassen können. Und dafür danke ich sehr herzlich Kadambara Baxi in New York, die uns zugeschaltet ist, Elisa Linn, Klaus Platzgummer und Lennart Wolf, die diese Ausstellung gemeinsam mit Lea Duarte Rodriguez als unverzichtbare Assistenz kuratiert haben und die Ihnen jetzt eine kurze Einführung geben werden. Herzlicher Dank von meiner Seite. Willst du mit Dank sagen, Marina und Simonina? Yes, from our side, a very brief introduction. And we would like to thank first all our supporters. First of all, Hans-Dieter, for your trust in us in such a particular special topic, a niche sort of, and maybe also, yes, challenging the exhibition formats here, and yes, also of course the Department of Architecture Theory for this support, Jörg Leiter, also for the trust in taking me some risks and us some risks and giving away precious time in actually preparing such exhibitions. Also, I think many thanks to all the architects and artists and activists and also companies that have been involved in the exhibition and that have developed, I think, very outstanding contributions. And also thank you to the Leinemann Stiftung, which is a Berlin-based foundation that supports arts and education and has a specific interest in architecture also in their funding, and that have provided a very generous support for this particular project. Which was indeed a very transdisciplinary project. And I think, above all, we all want to thank Kadambara Baxi for joining us on that special journey, I would say. Yes, it was actually, we started to develop the exhibition, I think, around October. Everything was developed online via Zoom. And yes, we are very excited then also, Kadambara, you having us joining at the beginning of May. Kadambara? Sure, can everyone hear me? Yes.
Okay, well, no, I have to say this is really thrilling for me to see with this, the scene. I can just kind of appreciate seeing it on Zoom with the building in the back. But really, thank you for including me, and thank you for also to the Architecture Museum and all the supporters for supporting this effort. As already mentioned by my co-curators and let's say co-conspirators as well, that this exhibit evolved with many Zoom discussions and especially late Zoom discussions for those based in Berlin. And I think that I'm really looking forward to seeing the exhibit in person. It's also interesting to note that the subject of this exhibit, you know, the kind of digital networks and digital structures and ecosystems, et cetera, all of these things have made this exhibition and this collaboration possible. And it has connected us, but I would also say I think the exhibit also tries to challenge how these technologies connect us, but also perhaps keep us apart. So I think that we hope that there is a conversation that's emerging from some of the contributors and contributions in the exhibit that we hope will expand to those attending this opening and to the exhibit. And we really look forward to your participation in this discussion and the questions that are being discussed in the exhibit. But thank you for including me and giving me this opportunity for this collaboration. Yeah, I think we might skip a very lengthy explanation. We'll be in the building today all night and can give also little tours and provide answers if there's questions about the works. We also produced a little kind of reader. I mean, readers maybe too much, but a few words about each of the different contributions. And I think, as Elisa already said, they're quite different. They range from artworks, new artworks by a kind of a group of international artists, people from that are based in New York, other people working from Denmark, for instance, that have been exclusively produced for the exhibitions. We're also very grateful for that. And then in the center of the show, where you see the screens, there's also, let's say, research material, kind of interviews alongside the kind of video artworks. That some of it is quite long, so if you have time, please sit down and take the headphones and dive into it. I think some of it is pretty interesting also, and maybe we use it also to now kind of already hint to the public programming that is coming up. Yeah, continue. Yeah. Mm-hmm. Yes, at the end of April, on April 25th, we will have an artist talk with Ibi Kamp. One of her pieces is here exhibited, and these actually series of conversations around this digital ecosystems and the architectural production and artist production will be actually featured by the Arch Plus feature series. It is then followed by an intense week of events. From May 9th to May 11th, where then will also happen a workshop together with members of the architecture lobby of what Kadambari Baksi is also a board member of, and board member also of Who Builds Your Architecture. Mm-hmm. And then we're closing on May 11th with I think kind of a highlight, which is going to be a panel talk between, which is hybrid, going to be hybrid between Aaron Bananoff, who is an author of a recently published book on automation and the future of work, and Molly Claypool Glass and Claire McAndrew, who are both part of the Automated Architecture Lab and started the company that uses automation in architecture to provide community-led sustainable housing. Yes, I think in general the exhibition tries to
produce a sort of field ready for exploration, and where you can also, as visitors, build up, I think, a lot of associations. It might require time to actually build up this association, but I think this was also one of our intentions, that this exhibition is not an immediate, very lucid explanation or of what a digital ecosystem is or could be. Exactly, yes. And I would say it's also, this exhibition is also not about technological determinism or following a technological determinism, but is trying to think about possibilities, how to reappropriate technology as a common good against also labor exploitation. And I think this is what a lot of contributions that we included in the show basically have in common. Yeah, and I would say, let's have a beer or wine or water. Yeah, let's definitely go inside. Yeah, it's also cold out. Thank you, Kanamari, for joining us. Yeah.